Hallo Leute, heute hier in Elektrotechnik in 5 Minuten. Ja, Depot-Update, ihr müsst ihr wieder sparen fürs Elektroauto. Wie sieht es aktuell aus? Und aktuell sieht es richtig Bombe aus. Also ich kann es euch wirklich nur sagen und dann gehen wir es einfach mal schnell durch. Dann seid ihr selbst gespannt, wie es hier aussieht. Also wirklich top. Apple, was haben wir hier? Plus 41%. Shell, plus 25%. Procter & Gamble plus 16%, Johnson & Johnson plus 6%, Tesla plus 119%, Amazon plus 21%, Starbucks plus 26%, McDonald's plus 23%, 3M plus 5%, SAP plus 1%, Microsoft plus 40%, Adobe plus 37%. Lufthansa minus 36%. Ja, das war, wie soll ich sagen, ein Versuch. Und der MSCI World Core plus 11% und Wirecard natürlich minus 99%. Also bis auf Lufthansa, Wirecard streichen wir jetzt hier einfach mal. Ist das wirklich brutal gut? Und was kommt jetzt hier raus, Leute? Das könnt ihr euch nicht, das glaubt ihr mir nicht. Und zwar. Also, hier 8.363 Euro einbezahlt sozusagen und plus 21,95% hier. Und das ist echt gigantisch. Und jetzt haben wir hier die 10.000er Marke geknackt. Und wir sparen ja hier seit Mai 20, muss man ja wirklich sagen, seit Mai 20. Das sind hier 12 Monate. Dann habe ich noch Juni, Juli, August, September, noch Oktober, November, also jetzt haben wir hier 6 plus 12, 18 Monate, 1,5 Jahre und das ist echt erstaunlich. Also wirklich, oh, echt eine feine Geschichte. Was sagt ihr dazu? Kommentiert mal, was, wie sagt, wie seht ihr es mit Bitcoins? Würdet ihr mehr in Bitcoins investieren? Oder wie schaut es generell bei euch aus? Schreibt doch mal in die Kommentare, würde mich interessieren und auf jeden Fall, ihr habt die 10.000er Marke geknackt. Also macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen.